richtig lustig war das. Ich habe teilweise Gesichtsausdrücke gemacht. Ich kann euch hier gerne mal ein Bild einblenden. Ja. Ist nicht sonderlich gut. I gotta call my friend. Wait a minute. What I say I gotta do again? Minute to minute. I feel like I'm in the movie Momento, but I don't have. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Desperado. Wir haben heute keine Roleplay-Folge und ich werde euch in der heutigen Folge so ein paar Informationen geben, was denn jetzt in den nächsten Tagen so kommen wird und was eben in der letzten Folge der Fall war, in der letzten Roleplay-Folge, warum ich da gesagt habe, Auto und so weiter und so fort. Und zwar jetzt zu dem Thema Auto. Ich habe ja in der letzten Folge einige Kommentare bekommen wie, hä, es gab damals noch kein Auto. Leute, das weiß ich. Ich war nur, wo ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufgenommen und geschnitten habe, total brain AFK, sodass ich das nicht mal gemerkt habe und erst mir die Kommentare gezeigt haben, yo, es gibt kein Auto zu dieser Zeitrechnung, ja. Und da habe ich mir selbst gedacht, so, ey, was hast du da schon wieder gelabert, Thomas? Was hast du da schon wieder gelabert? Und alle haben es wieder ernst genommen und was weiß ich. Das habt ihr nie gehört. Das hat es nie gegeben. Und so. In den nächsten Tagen wird es dann eben auch das Gespräch mit Wesley geben. Es gibt ja dann auch bald eine neue Folge, eine neue Roleplay-Folge. Ich schätze, die wird dann morgen kommen. Denn morgen werde ich wahrscheinlich schon dafür Zeit haben, ja. Ich hatte jetzt in den letzten Tagen auch überhaupt gar keine Zeit, überhaupt Videos zu machen, weil ich einfach so viel getan habe. Wir haben die Möbeln aufgebaut für mein neues Zimmer und so weiter. Gestern waren wir noch auf der Kirmes. Das war auch ziemlich nice. Heute fahren wir noch in die Therme jetzt dann in einer Stunde. Und das wird auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Deswegen entschuldigt alles dafür. Deswegen wird die Folge heute auch ein bisschen kürzer. Ich schätze so um die 7-8 Minuten. Einfach nur, weil ich euch da jetzt nicht irgendwie sonderlich nur voll labern möchte. Einfach nur so ein paar Informationen möchte ich von mir geben. Und ja, wie gesagt, das mit dem Auto dürft ihr nicht allzu ernst nehmen, weil da war ich echt so ein bisschen ja, Brain AFK, was ich da gesagt habe. Es wird aber auf jeden Fall in den nächsten Tagen eine Aufnahme geben, wo ich dann mit Herr Bergmann sprechen werde. Aber das seht ihr dann sowieso bald. Oh mein Gott, ich werde hier gerade attackiert von 100 Millionen Spinnen. Alter Schwede. Und ja, ich hoffe, mir verzeiht mir diesen kleinen doofen Fehler. Und wir können dann einfach so ganz normal gediegen weitermachen, ohne dass ich irgendwie mal Auto erwähnt habe. Ich hätte mir schon gedacht, so, ja, soll ich die Folge jetzt neu hochladen? Weil, ja, aber dann dachte ich mir so, ach komm, die Leute werden schon verstehen. Und in den nächsten Roleplay-Folgen werde ich das dann einfach ausbessern und fertig. So, gut, dann haben mich noch einige Leute gefragt, so, yo, Thomas, wieso warst du nicht beim PvP-Event dabei? Das ist der Grund, wie auch vorhin schon erwähnt, weil ich keine Zeit hatte. Das war am Freitag, haben die das um 20 Uhr aufgenommen und ich hatte einfach keine Zeit, weil wenn ich nicht da bin, dann kann ich nicht beim PvP-Event mitmachen. Aber beim nächsten PvP-Event werde ich auf jeden Fall mit dabei sein, das verspreche ich euch. Das wird auf jeden Fall richtig cool werden. Bis dahin werde ich auch im Livestream ein paar Waffen craften, weil ich habe ja noch nicht mal Waffen. Also wäre es sowieso unnötig gewesen mitzumachen, weil ich hatte ja nicht mal irgendeine Waffe. Und von dem her, Leute, ja, ich hatte keine Waffe. Und ich werde auf jeden Fall auch, wenn wir jetzt schon beim Thema Livestream sind, Desperado Livestream wahrscheinlich auch noch heute Abend nach der Therme mal schauen, wie müde ich dann da noch bin oder wie wach. Und dann werde ich das machen. Und da oben sind Schafe, das ist perfekt, weil ich habe die Folge schon mal jetzt vorhin aufgenommen, habe aber vergessen, die Tonspur aufzunehmen. Das war nicht so gut und das heißt, ich muss jetzt einfach das Ganze nochmal aufnehmen. Dort haben wir aber in der Folge nur 7 ganze Wollblöcke geschafft, wo ich einfach nur rumgerannt bin, das 15 Minuten lang. Deswegen werde ich das Ganze jetzt ein bisschen kürzer machen. Und jetzt haben wir mittlerweile schon 12. Also wie gesagt, das geht hier flotti karotti. Dann, ja, also wie gesagt, beim nächsten PvP-Event werde ich dann wahrscheinlich mitmachen. Oder auf jeden Fall sogar. Und hier sind einige Kühe, das ist auch gut. Und ja, also wie gesagt, schaut mal einfach auf meinen Twitch-Channel vorbei. Dort findet ihr dann immer die Informationen oder wenn ihr mir dort folgt oder so, dann seht ihr immer, wenn ich gerade live gehe. Und dort werde ich dann wahrscheinlich auch Desperado streamen. Wenn ich jedoch Desperado streame, werde ich
das Ganze auch auf YouTube hochladen, weil ich glaube, die meisten an so Desperado-Streams auch interessiert sind und nicht einfach mal jeden irgendwie quasi die Info zulassen oder quasi zustecken möchte mit: Yo, es kann sein, dass ich dann Desperado streame. Und ja. Und eben in diesen Streams könnt ihr mir ja auch helfen, wie man was craftet, weil irgendwie bekomme ich Not Enough Items nicht installiert. Das klappt bei mir nicht, dann crasht immer Minecraft. Und ja, wie gesagt, beim Livestream werde ich mir dann die Waffen bauen und so weiter, die ich als Indianer brauche. Ich möchte mir dann gerne noch ein Pferd zähmen. Mal schauen, ob ich das in einer Roleplay-Folge mache, in einer normalen Folge oder im Livestream. Aber auf jeden Fall werde ich meinen Fortschritt im Livestream schon mal ziemlich, ziemlich weit nach oben treiben. Dann kommt bald noch ein neues Projekt mit dem lieben Killercrafter. Das kann ich euch jetzt auch schon mal sagen. Wir sind dabei ein Team. Mehr kann ich noch nicht dazu sagen. Aber ich sag mal so, freut euch drauf. Nämlich bald ist es soweit. Und ja, irgendwie finden wir hier gerade mehr Kühe als Schafe. Aber Kühe sind ja auch nie schlecht. Und Essen ist ja auch immer sehr, sehr gut, ne? Bei Essen irgendwie, das geht mir hier flöten wie sonst irgendwas. Ja, gut. Dann würde ich sagen, Leute, verlinke ich euch ganz unten in der Videobeschreibung noch viele Leute, die jetzt bisher hierher geguckt haben. Wir waren nämlich gestern ja, wie gesagt, auf der Kirmes. Und da habe ich dann, da sind wir dann eben Hotshot gefahren. Das ist so eine Kugel mit meinem Bruder. Wenn man sich reinsetzt, dann wird man so weggeschleudert. Das war wirklich ziemlich nice. Und wenn ihr da Lust habt, irgendwie euch das anzuschauen, dann könnt ihr das gerne machen. Denn der Link ist in der Videobeschreibung. Der ist auf nicht gelistet. Das heißt, nur alle, die den Link haben, können drauf joinen und sich das anschauen. Und ich muss sagen, richtig lustig war das. Ich habe teilweise Gesichtsausdrücke gemacht. Ich kann euch hier gerne mal ein Bild einblenden. Ja. Ist nicht sonderlich gut, was ich da für Gesichtsausdrücke gemacht habe. Aber naja. Passiert jeden Mal, dass er so guckt. Und ich muss sagen, mir war auch danach total schlecht. Also, mir war es so schlecht, das war unglaublich. Und ich hoffe einfach mal, dass euch das Video gefällt. Und wenn nicht, dann gefällt es euch halt nicht. Fertig. So. Gut, wir sind jetzt bei 7 Minuten 22. Ich werde schauen, ob hier noch irgendwo ein Schaf ist. Wenn ja, möchte ich das noch gerne mitnehmen. Ich habe auch noch gar keinen Sattel. Man kann ja auch irgendwie hier bei dem Mo Creatures Mod die Sättel craften, soweit ich weiß. Aber das Problem ist halt auch, ich habe keine Ahnung wie. Eben weil ich an der Seite nicht dieses Not Enough Items habe. Und das ist halt richtig scheiße, weil da sind die ganzen Rezepte drinnen und so. Und wenn ich die nicht habe, was mache ich denn dann, ne? Was mache ich denn dann? Das ist echt ein bisschen doof. Oh mein Gott, und hier sind so viele Kühe. Ich würde sagen, ich logge mich dann hier aus. Weil dann spawne ich einfach wieder hier. Und dann ist das perfekt. So, Wind. Die Kuh hole ich noch. Ich werde süchtig davon. Ich kann nicht mehr aufhören, Kühe zu töten. Ich bin der Kuhschlachter. So. Zack. Die Kuh ist noch tot. Oh mein Gott, und so viele Schweine und Kühe. Ich habe mittlerweile schon über 64 Fleischdinger. Das hier kann ich noch wegwerfen. Oh mein Gott, ich werde, glaube ich, für mein ganzes Desperado-Leben genug e zu essen haben. Guckt euch das an, wie viele Kühe hier einfach sind. Das ist ja unnormal. Das ist echt nicht mehr normal. Aber nice. Gut. So, was haben wir hier? Okay. Ich würde sagen, Leute, dann logge ich mich jetzt aus. Und vielen Dank an alle, die heute mit dabei waren. Vielen Dank an alle, die heute wieder eingeschaltet haben. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Und ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar schreiben und so weiter. Verzeiht mir die kleinen Fehler in der Roleplay-Folge. Die werde ich in der nächsten Folge ausbessern. Wie gesagt, nehmt das nicht ernst mit dem Auto. War ein Fehler meinerseits. Und du musst jetzt noch sterben. Oh. I'm shaking. Ich kann ihn nicht töten. Ah, jetzt. So. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, haut rein, macht's gut und ciao.